Jung, moin Leute, Browser XL hier. Herzlich willkommen zu Hotline Miami Folge 1. Was ist Hotline Miami? Im Grunde genommen sowas wie GTA auf Speed und in 2D von oben. Ja, das könnte es so in etwa treffen. Ich will nicht zu viel verraten. Das ganze Spiel kommt, wie man hier schon sieht, mit einer sehr psychedelischen Atmosphäre daher und auch mit der entsprechenden Story. Dabei ist dieses Spiel so ein bisschen wie so ein Verkehrsunfall, und zwar eine Massenkarambolage mit 200 Autos. Irgendwie ist das eigentlich alles total schlimm und tragisch, aber irgendwie kann man seine Finger nicht bei sich halten, beziehungsweise seine Augen abwenden. Es ist einfach zu faszinierend, man muss gucken. Wir werden gleich in das Spiel einsteigen, aber ich werde das kleine Tutorial am Anfang überspringen. Das hat einfach den Hintergrund, ich will euch gleich sozusagen den absoluten What-the-fuck-Moment entsprechend liefern, damit ihr auch vollkommen, ich sag mal in Anführungsstrichen, unvoreingenommen reingeht, weil ihr im Tutorial natürlich schon mal so alle richtigen Dinge in irgendeiner Art und Weise kennenlernt, wie dieses Spiel zu spielen ist. Und das will ich einfach rausschneiden und wir gehen direkt in die Story. Das hat, glaube ich, durchaus den einen oder anderen Vorteil. Deswegen mache ich dieses Recording jetzt erstmal nochmal aus und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir. Part 1, Phone Calls. Das ist unser Protagonist. Und wir befinden uns an einem sehr seltsamen Ort, den wir irgendwie nicht so wirklich verstehen. Und wen haben wir denn da? Ach, du weißt gar nicht, wer du bist. Vielleicht sollten wir es dabei belassen. Aber ich kenne dich. Schau mir ins Gesicht, wir sind uns schon mal begegnet, nicht wahr? Ich kenne dich nicht, was willst du hier? Du bist bei mir nicht willkommen. Willst du wirklich, dass ich dir sage, wer du bist? Sich selbst zu kennen bedeutet, für seinen Tun einzustehen. Und in letzter Zeit hast du einige hässliche Dinge getan. Keine Erinnerung an mich? Ich helfe dir auf die Sprünge. Klingelt es bei dir, wenn ich den Rittnerpanner erinnere? Ich meine, da sind wir uns das erste Mal begegnet. Du scheinst dich an etwas zu erinnern. Und da sind wir schon. 3. April 1989. Die Steuerung, das ist eine WASD-Steuerung, beziehungsweise Wittermaus, wird dann das Steuerkreuz hier gedreht. Müssen wir mal gucken, das ist, glaube ich, noch ein bisschen koordinativer Aufwand. Und das Telefon klingelt. Sie haben eine neue Nachricht. Hier ist Tim von der Bäckerei. Die bestellten Kekse sollten längst geliefert werden. Die Zutatenliste liegt bei. Achte darauf, dass du sie genau liest. Na ja, dann. Das Ziel ist ein Aktenkoffer. Diskretion hat oberste Priorität. Legen Sie das Zielobjekt bei F32 in den Müllcontainer. Ein Versagen gibt es nicht, wir werden Sie beobachten. Naja, Damen und Herren, ich habe diese erste Mission schon mal gespielt, um mich mal so ein bisschen damit auseinanderzusetzen. Mehr weiß ich da noch nicht, außer das, was ich so in einem oder zwei Let's Plays gesehen habe. Eins davon stammte von Anpu und das hat mich dann auch dazu bewegt, hier dieses entsprechende Let's Play zu starten. So, wir sind in der Prelude, die Metro. Wir haben eine Maske, die setzen wir uns jetzt mal eben auf und naja, nun geht's los. Bam. So, mein Freund. Jesus. Flock. Das ist ein Baseballschläger. Aber ich glaube, ich behalte das Messer. Okay, da haben wir einen. Schnips. Und weg ist er. So, der hat auch ein Messer. Ups, ist ab. Haha, Double Kill. So. Ui. Oh, das hat getroffen. Zumindest klang das so. Ja, hier kommen wir nicht raus, okay. Okay, so ein Koffer kann natürlich auch schon echt wehtun, ne? Auf geht's. Mhm.
Esther, ich kann nicht hören. Ich weiß, dass du da bist. Okay. Junge, muss echt mal zum Arzt. Wie sah das denn jetzt aus? Schmackig. Prost. So, wir brauchen noch gut 30.000 Punkte bis zum Freischalten der nächsten Waffe. Die werden jetzt im Laufe des Spiels eine nach der anderen freigeschaltet. Eine mehr oder weniger sinnvoll, einige sogar sehr lustig. Aber hey, und man bekommt eigentlich pro Stufe eine Maske. Da ich diese hier schon gespielt habe, habe ich die schon bekommen. Aber wir werden die dann auch gleich durchaus benutzen. B- für den Anfang, gar nicht so schlecht, glaube ich. So, das ist jetzt eine dieser Zwischensequenzen. Die sind hier immer irgendwie ähnlich psychedelisch wie das ganze Spiel. Aber hey. Hallo Freund, hab dich lange nicht gesehen. Dachte schon, dir ist etwas zugestoßen. Der Verlust deiner Freundin hat er wohl zugesetzt. Hab dich seither jedenfalls nicht mehr gesehen. Vielleicht sollten wir mal das Thema wechseln. Auf der Suche nach einem Mitternachtssnack, ja? Oh Mann, mach dir keine Sorgen, das geht aufs Haus. Schön, dich zu sehen, einen schönen Abend noch. Okay, also Moment mal. Wieso, was ist mit meiner Freundin passiert und wieso hat mir das zugesetzt und wieso war ich nicht da? Das finde ich schon sehr bemerkenswert. Das sollten wir im Hinterkopf behalten. Ab geht's nach Hause. So, was? Okay, das sieht mir nach Klamotten vom letzten Einsatz aus. Was ist das? Vielen Dank, dass Sie unseren Newsletter abonniert haben. Wir danken für Ihr Interesse an unseren Anliegen. Amerika ist eine Melodie, sie muss gemeinsam gesungen werden. 50 Segnungen. Okay. Warte. Ah, Telefon. Sie haben eine Nachricht. Hallo, hier ist Linda. Ich brauche sofort einen Babysitter. Ich habe hier ein paar Kinder, die du bändigen musst. Ich bin in der East 7th Street. Sprich viel und intensiv mit ihnen, damit du diese Hasselbande in den Griff bekommst. Und wie beim letzten Mal, sei bitte diskret. Na, dann machen wir das dann. First Chapter, das war nämlich eben der Prolog. No talk, nicht sprechen. Tipp, sei schnell und effizient. Sehr komisch. So, wir haben nämlich hier diese Maske, die hätten wir nach dem Prolog bekommen. Ich setze die einfach mal auf. Er sieht Geheimnisse. Wir wollen mal gucken, was das bedeutet. Schauen wir mal ein bisschen hier uns rum. Ist nichts. Okay. So, dann beginnt hier jetzt also der Spaß sozusagen. Okay. Da kommt er. Ja! Das war natürlich selten dämlich. Oh shit! Okay, ja, alles klar, das ist schon okay, schon okay. Also muss hier schon flott sein und schneller als die Jungs. So, liegen bleiben. Auf die 12. Okay. So.
Noch relativ einfach und ich fürchte, ich werde mich irgendwann nicht mehr unter Kontrolle haben und hier wie wild durch die Gegend fluchen. Schauen wir mal. Mal gucken. Ich sehe ja schon richtig schwarz. B-Minus? Nicht schlecht. Und wir kriegen eine neue Maske. Und das wird sein. Tony! Okay. Herzlich willkommen. Der sieht genauso aus wie der andere. Oh, du musst nichts bestellen, denn die Pizza ist schon fertig. Woher weiß er das? Ich hatte so ein Bauchgefühl, dass du gleich kommst. Okay. Belassen wir es erstmal einfach dabei. Einverstanden? Kümmere dich nicht ums Geld. Du bist eigentlich. Ja. Okay, gut. Fein. Was soll ich dazu sagen? Der Typ sieht gleich aus. Er macht mir Geschenke genauso wie der andere. Ich weiß es auch nicht. Hallo, darf ich mal eine Runde? Ja. Zeuge sah angeblich Monster beim Verlassen des Tatorts. Was? Sie haben eine neue Nachricht. Hier ist Thomas von der Metadon-Klinik. Was? Wir haben heute Abend ein Treffen für Sie vereinbart, okay? Kommt zu der 84. Street ins Apartment 105. Keine Sorge, wir wissen, für unsere Kunden ist Diskretion sehr wichtig. Na gut. Dann machen wir es dann, ne? Zweites Kapitel Überdosis. Okay. Na denn. So, Tony war ja die neue Maske. Fäuste der Wut. Klingt erstmal sehr cool. Nämlich. Es hat nämlich den großen Vorteil, diese Fäuste der Wut. Dass wir. Verdammt. Ups. Dass wir hier. Auch mit den Fäusten töten können und nicht nur außer Gefecht setzen. Ja, toll, renn ihm vor die Füße. Okay, jetzt geht's noch was. Okay, Fokus. Ja, okay, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Sosa. Zack. Ah, ich hab ihn nur mit der Tür erwischt. Okay. Na gut. Okay. Ja, okay, das war dämlich. Hey. Und da.
noch. Ganz locker jetzt, ganz locker.
Auto. Okay. Geschafft. Also der Soundtrack ist ziemlich cool. Bei Steam kann man den auch für 99 noch dann dementsprechend downloaden. Das Spiel im Übrigen 8,49, entweder bei GOG oder bei Steam. Es kommt im... Moment, lass mich überlegen. Es kommt im Februar, also jetzt relativ bald, kommt Hotline Miami 2. Das werden wir natürlich auch spielen. Ist ja wohl klar. Gucken wir uns noch die Zwischensequenz und die Maske an. Oh, ist der hässlich. Und wir haben eine neue Waffe. Was haben wir da? Oh, hey. Wieder sieht er gleich aus. Hat nur lange Witze. Hey, mein Freund, schön, dich wiederzusehen. Wieso kennt ihr mich auch? Hast du von dem Massaker neulich Abend erfahren? Nein. Ein paar Russen hat's erwischt. Kein großer Verlust, finde ich. Und sagt, dass so ein Irrer mit Gummimaske das getan hat. Nur noch perverse unterwegs. Das hörte ich. Hört sich wie eine Szene aus einem Schlitzerstreifen an. Und ja, ich habe den perfekten Film für dich. Der auf dem Tisch. Nimm ihn, ist für dich gratis. Genieße es, mein Freund. So, also, die sehen alle gleich aus. Kennen uns alle, die schenken uns alle was. Und irgendwie scheinen sie von den Ereignissen zu wissen, die uns irgendwie hier umgeben. Ein weiteres Massaker wurde in der Nordwest 184. berichtet. Eine Kette von Wald haben Gangaktivitäten in Mansfield. Okay, hier sind noch mehr Dokumente. Oder? Nee. Okay, alles klar. Das Telefon klingelt, aber an dieser Stelle machen wir erstmal Feierabend. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Hotline Miami mit Browser XL. Ich bin raus. Ciao.